So, hier ist die Frage. Mein Ziel ist es, künftig meine Workshops unter stefanieschaffer.de zu bewerben. Alles klar? Ich blogge aktuell aber unter der visuelle-logik.de. Okay, die Domain ist fürchterlich. Na, alles cool. Was zu Irritationen führen könnte. Da ich visuelle Logik aber behalten möchte, da ich weiter meine Agentur haben werde, sehe ich zwei Möglichkeiten. Ich blogge zukünftig unter Stefanie Schaffer und lasse die alten Blogartikel, wo sie sind. Nee, ist wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit. Wir ziehen die Blogartikel von der einen Seite auf die andere um. Wenn ich das richtig sehe, hätte das schlechten Folgen für meine Auffindbarkeit und Ranking. Oder? Ja, genau. Das ist immer eine riesen Geschichte, wenn man von einer URL auf eine andere umzieht. Das machen immer wieder mal Kunden von mir, die Sandra Holze selbst, die da gefragt wird. Die ist damals von Likes Media auf sandraholze.com umgestiegen. Und grundsätzlich sollte das kein riesiges, oder sollte es kein riesiges Problem sein, die Artikel auf der anderen Seite zu veröffentlichen. Wichtig ist jedoch, dass diese niemals auf mehr als einer Seite aufgefunden werden können. Stichwort Duplicate Content, das ist schon mal das eine. Und falls sie umziehen, dann solltest du auf jeden Fall Weiterleitungen definieren. Falls also ein Blogartikel vorher auf http://visuellelogik.de/mein-blog-artikel erreichbar war und dann zukünftig auf http://stefanieschaffer.de/mein-blog-artikel oder wir können es ein bisschen krasser machen. Meine Kategorie, mein Blogartikel, erreichbar sein soll, so musst du eine sogenannte 301 Weiterleitung einrichten, sodass jemand, der die alte URL aufruft, automatisch auf die neue URL weitergeleitet wird. Das ist der wichtige Teil. Nur dann kommt es nicht zu Abstrafungen im Hinblick auf SEO/gefunden werden bei Google. So, das sollte hoffentlich eine einigermaßen vernünftige Erklärung sein. Dazu habe ich auch was gelesen am Wochenende erst, witzigerweise, aber ich wusste das vorher auch schon zum Glück. 302 Weiterleitungen geben mittlerweile anscheinend so gut wie keinen Link-Choose weiter. Also das heißt, wenn du eine Seite hast, die irgendwie gut rankt oder so und die du jetzt per 302 umleitest woanders hin, dann ist diese ganze Power, die dieser Link hatte, diese Power wird nicht mitgenommen zu der neuen Adresse oder so gut wie gar nicht. Und eine 301 Weiterleitung, bei der ist es anders. Bei der 301 Weiterleitung wird die Power des Links wirklich nicht 100%, weil, Google halt, sondern eher so 90% oder so, die wird dann weitergeleitet. Es ist quasi echt, selbst wenn du nur eine temporäre Weiterleitung haben würdest, würde ich mittlerweile fast immer, um ehrlich zu sein, trotzdem eine 301 verwenden. Einfach um es nicht zu riskieren, dass du da, Link-Choose verlierst. Also hat das Beantworten der Frage hier direkt auch was gebracht, das ist doch schön.